Die iranische Marine hat am Montag einen unter südkoreanischer Flagge fahrenden Tanker festgesetzt und die Mannschaft in Gewahrsam genommen. Das teilten mehrere iranische Medien mit. Das Schiff soll im Persischen Golf illegal Chemikalien abgelassen haben. Südkorea bestätigte den Vorfall und forderte die sofortige Freilassung von Schiff und Mannschaft. Aufgrund von US-Sanktionen wegen des iranischen Atomprogramms streiten Teheran und Seoul derzeit um eingefrorene Bankkonten.